Hallo allerseits. Willkommen in Truck City, dem Ort, an dem Trucks einen tollen Freizeitpark bauen. Heute müssen wir einen Pool mit Wasser füllen. Doch welches Fahrzeug brauchen wir? Lasst uns die Garage öffnen. Das sieht wie Teile von einem Tankwagen aus. Lasst sie uns herausnehmen und zusammensetzen. Wir beginnen mit dem Vorderteil des Fahrzeugs und der Plattform. Als nächstes stecken wir die Stangen auf, um die Räder zu befestigen. Richtig, genau so. Jetzt nehmen wir die Räder, die wir auf jeder Seite des LKWs anbringen. Lasst uns den Tank in Position bringen. Er ist riesig. Lasst uns als nächstes die Falltür einsetzen, sodass der Tank das Wasser halten kann und auch die Rücklichter und Blinker. Wir dürfen nicht die Vorderlichter und Blinker vergessen. Lasst uns auch die kleinen Kühler anbringen. Alles, was jetzt noch bleibt, ist, die Sicherheitsstangen anzubringen. Wären wir, der Tanklaster ist fertig. Lasst uns anfangen. Los geht's. Endlich können wir los, um Wasser zu finden. Lasst uns zusammen nach einem Ort suchen, wo der LKW richtig Wasser pumpen kann. Es scheint, als ob der Tanklaster den perfekten Ort gefunden hat, um Wasser zu pumpen. Um das Wasser zu bekommen, nutzt der Tanklaster einen langen Schlauch. Das war's. Der Tanker ist voll und bereit zur Abfahrt. Jetzt können wir zum Pool, den wir füllen wollen.
Der LKW geht in die richtige Position, um das ganze Wasser entladen zu können. Wir müssen den Schlauch wieder herausholen, um das Wasser ausgießen zu können und den ganzen Pool zu füllen. Und los geht's! Schaut, der Pool ist voll. Jetzt müssen wir die Wasserrutsche bauen. Doch das machen wir beim nächsten Mal. Danke euch allen und bis bald zu einem neuen Abenteuer in Truck City. Abonniere oder klicke hier, wenn du weitere tolle Videos sehen willst.